Theo erzählt. Ein Kinderpodcast. Hallo zusammen. Heute erzähle ich euch über den Tiger. Hä? Über den haben wir doch schon. Ich meine natürlich über den Tiger, der im Wasser lebt. Was ist denn das für ein Tiger? Der Tigerhai. Aha, wir reden über den Tigerhai. Ja. Jetzt nimmt es mich aber als erstes gerade Wunder, wieso heisst der Tigerhai so? Er ist eigentlich ein ganz normaler Hai, aber nicht so wie die anderen, hat er Streifen auf dem Rücken. Ah, wegen der Streifen auf dem Rücken heisst er so. Wo lebt er denn? An der Küste. Nie mitten im Meer, sondern immer an der Küste, wenn es warm ist. Aha. Und wie sieht er denn aus? Er ist eher graulich, aber beim Bauch ein bisschen weiss, aber nicht ganz. Nicht so wie beim weissen Hai, der hat den ganzen Bauch weiss. Was frisst er denn? Fisch. Menschen. Aber der Mensch ist auch ein Feind von ihm. Also, wie kann ich das jetzt verstehen? Also, Menschen frisst er. Wieso? Wenn er zum Beispiel... wenn jemand auf einem Surfbrett liegt und mit den Füßen und mit den Händen paddelt, dann sieht es wie ein Seeläu und dann greift er ihn an, aus Versehen, weil er weiß ja nicht, dass es ein Mensch ist. Eben, er greift nicht absichtlich Menschen an. Vielleicht aber auch schon, wenn er sich genervt fühlt von einem Taucher, weißt, und einem Film mit der Kamera. Dann fühlt er sich genervt und greift ihn an. Nicht so wie bei den anderen Hai. Die verschlucken den Menschen und spucken dann nach 3-4 Minuten wieder aus. Er hat schon einen Menschen gefressen und ihn gepaltet. Und was hat man auch schon entdeckt, wo Tigerhai gefressen haben? Was hat man schon im Magen gefunden von Tigerhai? Abfallsäcke, Büchse, Autoschilder, Autoreifen, ein Benzintank. Unglaublich, oder? Alles, was nicht zu gross ist, zum Verschlucken, verschlingt er. Aber wie ist das möglich, dass er so Sachen kann überhaupt fressen? Sie sind noch ganz zig mit keinen Löchern. Er schluckt sie dann ganz ab. Was ist denn das ganz Spezielle beim Tigerhai? Er hat Zähne, die sich immer wieder aufklappen. Seine Zähne liegen, 5 Reihen liegen flach auf dem Boden und die 6. Reihe steht. Und wenn einer von der 6. Reihe rauskriegt, schiebt sich einer von der 5. Reihe rauf. Ah, die schieben sich immer nach. Also die wachsen immer schön nach. Ja. Und wieso ist das wichtig? Also wieso hat das die Natur so eingerichtet? Wieso würde er ja nicht zu fressen finden? Er könnte nicht mehr so gut zubeissen. Weil es ist sein einziges und wichtigste Werkzeug, oder? Ja. Sag Nein, wichtiger ist noch die Flosse. Ah, wieso? Sonst kann er nicht schwimmen. Und wie schwimmt denn der Tigerhai? Er muss immer schwimmen und darf nie anhalten. Wenn er nicht schneller ist als ein Auto auf der Straße, dann verstickt er. Weil er kann nicht so wie die anderen Fische. Die anderen Fische können das Wasser selber durch ihre Kiemen pumpen. Das können die Hai nicht. Außer ein Hai, der wie ein Aal aussieht, der schwimmt am Boden an. Und was ist speziell oder was ist der Unterschied zu den Meeressäugetieren? Zum Beispiel zum Wal. Mhm. Zwei Unterschiede. Zwiebeln gibt an ihrem Jungen noch Milch, bei den Hai nicht, die liegen Eier. Und wie schwimmt es? Die Flosse geht nach links, nach rechts und bei der Wal auf und runter. Genau, bei der Wal und allen Meeressäugen geht es auf und runter, um so anzugehen im Wasser. Und bei den Tigerhai und allen anderen Fischen von links nach rechts, so wie ein Wedeln, zum Vorwärts kommen. Aber Seitenflosse nicht mehr auf und runter. Es gibt auch eine Haiart, die sind ganz klein, nicht einmal 1 Meter lang, mindestens. Also die Erwachsenen sind so groß wie eine Literflasche.
Und die haben so Eier, die eine Spirale drin haben und nur einen Spitz. Dann legt sie das Ei und bohrt sie dann in Stein oder so, in Sand vom Meeresgrund ein, dass die anderen Raubfische es nicht rausnehmen können. Und die Tigerhai bohrt sich so. Das Männchen hat unten 3 Bauchflossen. Eine auf der Seite, eine links, eine rechts und eine ganz kleine ganz hinten. Die ganz kleine hinten schiebt er ins Weibli rein. Die Paare kann am Weibli mehr wehtun als am Männchen. Du, übrigens, was ist noch mit der Haut? Ist doch irgendetwas gewesen. Früher, wo es noch kein Schmirgelpapier gab. Was ist da gewesen? Tigerhai-Haut oder die anderen Hai haben so also ganz feine Zähnchen und ganz spitzige auf ihrer Haut, wenn es noch kein Schmirgelpapier gegeben hat, hat man einfach eine Haut genommen von einem Hai. Das ist aber noch praktisch. Weil dann hat man es abschleifen können. Super. Und man kann die Haihaut ist mit so Platten, die übersät, die wir an den Zähnen haben. Also kann man mit einem Hammer einen Hai nicht aufschlagen. Hey Theo, haben wir einiges erfahren. Danke vielmals. Tschüss, haben wir das gesehen über den Tigerhai und freue mich, dass wir ihn gelöst haben. Bis zum nächsten Mal. Theo erzählt. Ein Kinderpodcast.